Hallo meine Lieben, hier ist wieder Alexandra von Mathematik macht Freude, Freunde. Und in diesem Video werde ich euch erklären, wie man eine Wahrscheinlichkeitsverteilung erstellt. Dazu betrachten wir ein Grundkompetenzbeispiel mit dem Titel Zufallsvariable. Ihr findet dieses Beispiel unter Aufgabenpool.at unter der Aufgabennummer 1-496. Betrachten wir nun zunächst die Angabe etwas genauer. Dargestellt sind die 6 Seiten eines fairen Spielwürfels. Das Wort fair bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine der 6 Seiten gewürfelt wird, jeweils gleich groß ist. Was ist nun hier die Aufgabenstellung? Bei einem Zufallsversuch wird der Würfel geworfen. Die Zufallsvariable x beschreibt dabei die Anzahl der Sterne auf der Seitenfläche, die nach oben zeigt. Gesucht ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung von x. Markieren wir uns in der Angabe einmal das, was hier relevant ist. Also, zunächst einmal müssen wir wissen, was die Zufallsvariable x beschreibt. Und zwar geht es um die Anzahl der Sterne auf der Seitenfläche, die nach oben zeigt. Was soll berechnet werden? Gesucht ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung von x, also die möglichen Werte, die die Zufallsvariable annehmen kann, samt der zugehörigen Wahrscheinlichkeit. Schauen wir uns zunächst einmal in einer Tabelle an, welche Werte die Zufallsvariable in diesem Beispiel annehmen kann. Also, betrachten wir dazu die Anzahl der Sterne auf den Seitenflächen. Auf der ersten Seitenfläche hätten wir einen Stern. Hier ebenfalls und hier ebenfalls. Das heißt, die Zufallsvariable Anzahl der Sterne könnte den Wert 1 annehmen. Auf diesem Würfel haben wir 2 Sterne. Genauso auf dieser Seitenfläche und auf der 6. Seitenfläche ist kein Stern abgebildet. Das bedeutet, hier würde die Zufallsvariable Anzahl der Sterne den Wert 0 annehmen. Nun tragen wir diese Zahlenwerte in die Tabelle bei mögliche Werte von x ein. Sehr häufig wird dieser Wert auch mit k bezeichnet. Das heißt, wir hätten die Möglichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 0, 1 oder 2 annimmt. Um die Wahrscheinlichkeitsverteilung zu vervollständigen, benötigen wir nun die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Das wird formal mit der Wahrscheinlichkeit p von x gleich k angeschrieben. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable Anzahl der Sterne auf einer Seitenfläche den Zahlenwert k annimmt, wobei k 0, 1 oder 2 sein kann. Nun fehlen uns noch diese Wahrscheinlichkeiten. Beginnen wir mit dem Wert 0. Von insgesamt 6 Seitenflächen gibt es eine Seitenfläche, die keinen Stern aufweist. Daher ist die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis, dass diese Seitenfläche gewürfelt wird, 1/6. Zur Erinnerung aus dem Kapitel Wahrscheinlichkeiten Grundbegriffe. Oben stehen die günstigen und unten die möglichen Fälle. Wir haben einen günstigen Fall, nämlich eine Seitenfläche ohne Stern und 6 mögliche Seitenflächen beim Würfel. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 1 annimmt, ist in diesem Fall größer. Warum? Weil insgesamt 3 Würfel, Seitenflächen nur einen Stern aufweisen. Wir können hier also 3/6 angeben. Und gekürzt wäre das 1/2, wobei es bei der Reifeprüfung auch genügen würde, den Bruch ungekürzt anzuschreiben. Dann der letzte Zahlenwert. Die Zufallsvariable kann auch den Wert 2 annehmen. Das würde dann in dem Fall 2/6 bedeuten. Gekürzt 1/3. Um am Ende zu überprüfen, ob ihr eure Wahrscheinlichkeitsverteilung vollständig angegeben habt, könnt ihr die Wahrscheinlichkeiten addieren, denn die Summe aller Wahrscheinlichkeiten einer Verteilung muss den Wert 1 oder 100% ergeben. Und wenn wir 1/6, 3/6 und 2/6 addieren, kommen wir auf einen Wert von 6/6 oder 1 und können somit sicher sein, dass wir korrekt gearbeitet haben.